Die ersten Berührungspunkte mit dem Wasser waren, dass ich es gar nicht leiden konnte und dass ich gar nicht ins Wasser wollte. Also ich hatte panische Angst vor Wasser und musste aber, damit ich eingeschult werden konnte, schon schwimmen können. Und da das noch jedes Mal ein großer Kampf war, mit meinen Eltern schwimmen zu lernen, musste ich ans Wasser herangeführt werden und bin dann in so eine Vereinsschiene gekommen und über die Jahre dort hochgewandert. Der Punkt vom Hobbyschwimmer zum Leistungsschwimmer ist, glaube ich, wenn man anfängt, die ersten Meisterschaften zu machen. Also NRW-Meisterschaften, deutsche Meisterschaften oder deutsche Jahrgangsmeisterschaften oder zumindest diesen Einsatz bringt und sich dann morgens um 4:30 Uhr, 5 Uhr aus dem Bett quält. Die Olympischen Spiele waren atmosphärisch ein Wahnsinnsevent. Also waren super Stimmung, tolle Leute, viel gesehen, viel kennengelernt, viel beobachtet auch. Mein größter Erfolg war dann mit der Staffel in der 4x100 Meter Lagenstaffel der Männer zu sein. Das war der letzte Wettkampf, der allerletzte Abschnitt für die Schwimmwettbewerbe bei den Olympischen Spielen. Und ich habe als letzter angeschlagen. Also ich habe sozusagen die Olympischen Spiele 2016, die Schwimmwettbewerbe beendet. Mit meinem Anschlag war es der letzte der Wettbewerbe. Das ist ganz, ganz witzig eigentlich. Das möchte ich unbedingt wieder erleben in Tokio und darauf arbeite ich jetzt hin. Ich heiße Damian Wirling, bin 22 Jahre alt und schwimme.